ja schon mal vorglühen, wenn wir dann gleich richtig loslegen hier. Dann schauen wir mal. Könntest ja eigentlich auch schon mal dein Stream warm machen. Bin schon Falls dabei. wir dann hier gleich loslegen, weißt Manchmal ist das ja so, als ob wir bei der Geburt getrennt worden wären, ne? du? Ich hab den ISM voll durch die Kapola gehauen auf 400 Meter. Ja, das kann man machen. Und rausgenommen. Auf 400 Meter über die Kapola. Alter, geil. Warum habe ich den verkauft? Das weiß ich nicht. Der ist ja mal mega präzise. Übler Shit, ja. Zoom. Ich stelle mich natürlich genau da, wo die Lücke ist. Ich kläre auch das Kälchen. Gar keiner lang gefahren, das ist ja übel. Dann kann ich gleich schon mal wieder umdrehen, wa? Ich habe voll den Ohrwurm von der Gummibärenbande. Warum? Ich weiß das nicht. Vielleicht, weil unsere Lütte das vorhin geguckt hat. Ich bin mir. Penner, jetzt habe ich ihn auch. Ah, ja, siehst du wohl. Kacke. Haben die sich da beide wegrauchen lassen? Jetzt bin ich hier ganz alleine. Das ist jetzt Tja. echt nicht schön. Ich bin schon wieder offen. Mit wem denn? Wieso haben wir denn da keinen? Was mache ich denn jetzt? Ich flüchte. 2300 Damage auf der Uhr mit einem 10er Match und 2 Kills. Das gibt's doch wohl gar nicht. Und wir verlieren. Ist meistens so, wenn man ein gutes Spiel hat. Kotz voll ab. Selbst der WZ auf PZ4 ist an mir gebounced. Ich glaube es nicht. Ist so, und dann läuft es einmal gut hier. Ein verdammtes Mal läuft es gut. Jetzt rushen sie mich. Oh, ich krieg hier echt ein zu viel. Ja, ja du Sacknase. Bam, ja. Bin raus. Was ein Team, ey. Echt übel. Ja. 3000 Damage. Und Tier 2. Gut. Gummibären. Wieso bist du so laut? Warum soll ich nicht so laut sein? Nee, das finde ich nicht gut. Das findest du nicht gut? Nee. Musst du mich mal ein bisschen leiser machen. Ja, vielleicht muss ich auch einfach nur mein Headset ein bisschen leiser stellen. Oder ich flüstere jetzt einfach. War das gut? Nein, höre ich nicht mehr. So eine Kacke. Ja, bei uns hier auch gerade irgendwie. Alle sind bei. Wir spielen gerade Live Oaks. Alle sind in die Stadt gefahren. Schön. Ganze Seite offen. Du hast das Video jetzt fertig, ne? Ja, ich habe es jetzt erstmal kommentiert. Hochladen tue ich das dann wahrscheinlich morgen oder so. Was? Psst, ich muss mich konzentrieren. Auf was? Verlierst du eh, hast du gesagt. Ja, trotzdem. Ich bin bei 64,8% bei der Gunmark. Ich muss jetzt noch ein, zwei Treffer landen. Dann bin ich Ach, super sei gespannt. nicht. Naja, habe mir den Tiger 2 wieder gekauft und war ganz erschrocken, dass vorne auch schon drei Striche dran sind. Ich weiß nicht, warum ich ihn verkauft habe. Das weiß ich auch nicht. Bin eigentlich ganz gut mit dem Ding. Naja. Genau hinter den Häusern, ey. Fuck, Alter. Was ist das für ein Arsch? 1 zu Für den 7. Arsch. 1 zu 7. Hier steht es gerade 8 zu 12. Wir haben noch ein fast Full Life ihr 7. Na, mal gucken. Nicht so schlecht. Aber er trifft einfach nichts.
blind oder was? Wieso fahren unsere behinderten Heavys denn einfach immer weiter, anstatt einmal zurückzukommen? Das gibt's auch gar nicht. Der ist total blind, der E7. So. Sehr gut, falle ich auf jeden Fall schon ganz weit. Was ein Trottel, Junge. Haben wir denn da überhaupt Pole? Ah, alles klar. Wie weit muss ich denn noch? Junge, Junge. Nein. Aha, das hätte es sein können. Ach, guck mal, Micha ist da. Habe ich das schon gesagt? Moin, Micha. Und der Norweger? Ja. Ich habe mit dem Tiger 2 Panzermeisterschütze geholt, war. Es ist so traurig, Junge, hat er noch verloren. Ich stehe ganz oben. Das ist ein Witz, Junge. So, guck mal. Immerhin noch die Gunmark geholt, sehr schön. So, können wir denn jetzt? So, nee, Micha, wir spielen, Mitchell war gerade in der Runde und da dachte ich mir, hole ich schnell eine Gunmark und dann spielen wir jetzt gleich zusammen. Ja, bevor nicht mehr geht. Ja, genau. Einladung ist raus. Ja, Moment, ich brauche erstmal noch einen Moment in die Garage. Ihr habt zwei Gefechte runtergerotzt, ne? Mhm. Hab beide verloren, ne? Mhm. Trotzdem nur wie ein 8 von 3000. Das ist immer so. Das ist so traurig, Junge. Guck, ich hab die Gunmark. Wunderschön. So. Da ist die Einladung. Gucken, was ist mit Micha los? Spielt der auch? Nein. Nee, nicht. Micha spielt. Niemand will mit ihm spielen. So. Was spielen wir denn jetzt? Warte. Ich muss das noch schnell verewigen hier. Dann suche ich schon mal was aus. Ja, bitte. So, Micha, wie geht's dir denn? Alles gut? Warum spielst du nicht? Morgen ist doch frei. Ach nee, ist ja in Deutschland. Der war fies. Nee, habe ich jetzt im Moment nicht dran gedacht. Muss mal in die Gruppe schauen, ich habe da mal gepostet. Hä, Micha, was meinst du mit Highway? Ist die Karte schon wieder draußen, oder was? Also, ich habe sie noch nicht gespielt. Wenn das so sein sollte. Jo. Ich muss jetzt ein bisschen IS spielen. Warum? Weil ja gerade die... die Russen-Heavy-Linie im Sale ist. Achso. Und wenn ich den ISM frei spielen sollte, dann kann ich mir den günstig holen. Wo ist denn hin? Heavy-Linie oder links? Links. Micha, ich war gerade eben auf Live Oaks. Das war nicht Highway. Und es geht schon wieder los. Oh, ab morgen deutsche Panzer 30%. Oh. Echt jetzt? Das ist nicht wahr, oder? Ja, scheiß drauf. Sehr gut. Micha, gut, dass du das jetzt schreibst, dann warte ich nämlich noch. Mitchell hat sich heute den Tiger 2 geholt. Ich mach das dann morgen. Ja, super. Ah, cool, dann kann ich mir auch gleich noch den Panther holen. Ich habe ja noch ein paar mehr freigespielt. Das siehst du wohl. Ja, nee, lass das mal. Doch, mach ich. Hm.
Ne? Bist gerade aufgegangen, Ja. ne? Hat man es gemerkt? Ja. Ah, ja, sehr gut. Oh gut, wenn hier keiner will, dann fahre ich mal. Oh, da möchte einer. Haha. Oh, nur getrackt den IS nicht, ich glaube es nicht. Oh, warte doch auf mich, Mensch. Und schießt mir bestimmt wieder alles vor der Nase weg, so wie ich kenne. So denn ja nur auch nicht, ne? Was ist denn hier los? Ja, wollen wir oder wollen wir nicht? Nee, da steht ein Hammerfiel da Nee, hinten, nee, ne? oh, wir lassen es mal lieber. Na. Ich hab grad eine goldene, aua! Aber ich würde Was dann für ein schon gerne doch nach T-54 vorne oder was? fahren. Ja, Hauptsache du fährst mir nicht vor die Nochmal bitte. Linse. Tja, so jetzt So, können wir jetzt aber. können wir. Jo, Micha, schlaf gut. Ciao, ciao. Ja, hauste. Rennen. Oh, der ging vorbei. VK45 hat geschossen. Ach, der olle Kranwagen ist ja ein Clipper. Ja. Und der hat noch einen gewisset. Och, gebounced, Gott sei Dank. So, nun hat er keinen mehr, wa? Oh, ich. Doch, der hat noch. Nee, war der Fokker. Och ja, das wird eine schnelle Runde. Schön. Ach, Mensch, hast auch keinen Bock mehr. Gut Lass zu mal wissen. vorfahren, hat er gesagt. Da passiert schon nichts, hat er Ja. gesagt. Wir hätten, weißt du, was wir gebraucht hätten? Räumschild vorne dran. Oh ja. So, gut, dann spielen wir mal was anderes. Ja, spielen wir mal Landwirtschaftssimulator. So. Na, kommt jetzt der 112er oder was? Jo. Na gut, probier geht mal mit dem Suppenpershing. Ah, der ist ganz schön geworden. Naja. Also, oh, ich finde die paar kmh mehr, ne? Ist schon. Kann man schon gut mitnehmen. Und mehr Pen hat er auch. Naja. Ja. Oh, sind genug TDs dabei. Zwei Stück muss ich nattern und 1000 Damage machen, dann habe ich die Mission fertig. Siehst du, und ich brauche nur 4 Kills. Das heißt, ich muss zum Turm fahren. Machen wir das mal. Timmy, wir müssen uns leider trennen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Es wird nicht langweilig. Hothead. Ich dachte, es steht Pothead. Pothead wäre auch geil, ja, Ja. also. Würde auch passen. Ja, du siehst mich nicht, oder was? Was ein Mongo. Ah, hier auf der Map, genau in der Posi, in die ich gleich fahre, da habe ich das noch nicht geschafft mit doppelt so viel Schaden blocken, wie dein Fahrzeug HP hat. 1000 Schaden Das machen, gewinnen und überleben. ist ja auch nicht so schwer hier auf der Map. Nee. Was? Achso, von da, okay. Aha, daneben. Ach Gott. Der ist so klein, der Even. Zweimal auf mich geschossen, ist zweimal abgeprallt.
Beziehungsweise. Auch schon zweimal auf ihn geschossen und auch schon zweimal daneben. Ist echt winzig, Genau. diese Karre. Oh, Alter. Schieß ich am Stritzwagen daneben. Ah, der kommt natürlich durch. Oh. Wie der EV90 auch bei mir mit AP ganz normal durchkommt, ne? Das ist echt übel. Und der S1 bounce bei mir permanent. Das ist echt abnormal. Mal gut. Schon 9 Treffer erhalten. Ich bin gleich raus. Das ist aber auch nicht so gut. Siehste? Ah, vom Tiger 2. Ja, der ist aber noch stock, das ist viel trauriger. Oh Mann, ey. So, gucken wir mal, was du da veranstaltest. Vielleicht lerne ich ja noch ein bisschen was. Nee. Ich trinke gerade Bier. Ja, ich auch. Keine Zeit, ich muss meinen Panzer erstmal stehen lassen. Prioritäten setzen. Ja. Sechs zu sechs. Oh Mann, jetzt kommen die hinten rum. Das ist aber nicht gut. Das ist aber ja nicht gut. Machen wir denn da? Da fahren wir mal in die andere Richtung, würde ich sagen. Oder? Vielleicht können wir hier ein bisschen Ja, kaputt nur machen. vielleicht. Der dachte sich Mal auch, oh kaputt, Kacke. Junge. So. Oh. Nein, nicht wegfahren, Skorpion. Kacke. Skorpion-Kacke? Skorpionkacke. Das ist wie Kuhkacke, nur vom Skorpion. Guck mal her, wir helfen hier mal. Das braucht er gar nicht. Oh Gott, fahr hinter mich schnell. Ach, aus der Fahrt. Das klappt nicht. Oh nee. Kein Feuer. Das war hässlich. Kein Autolöscher doch. Nee, manueller. Was? Ja, habe ich irgendwann mal aus Kostengründen eingefügt. Ach, guck mal, Rheinmetall. Oh. Und das war's. Ja. RNG wieder auf deiner Seite. Ja, das kommt, weil ich so ein Noob-Spieler bin. Oh, ich hätte noch. Oh. Das war jetzt Glück. Ich hab noch nicht nachgeladen vor um die Ecke, ich cleveres Kerlchen. Komm, mach ihn. Moin. Nice to kill you. So, wollen wir doch mal gucken. Ob ich nochmal so ein Glück hab. Natürlich nicht. Nee, ich denke auch nicht. Mann, du, so ein Noob. Hat er Glück gehabt, doch. Ah, jetzt hole ich ihn mir. Ah. Ich glaube nicht, Tim. Hast du jedenfalls ein Karo-Flanellhemd an? Wenn du Ich? sowas Nein. behauptest. Nein. Dann darfst du das auch nicht sagen. Aber ich habe eins tatsächlich. Das kann ich am 10. anziehen. Ja, das mache ich auch. Und du bindest dir dann so Partner? ein, du bindest dir dann schön so ein Tooltime-Gürtel um und dann sagst du immer, ich Oh. glaube nicht, Tim.
Ja, Nee, ich finde sag ich das. super. Nee, du sagst das. Ich habe ja auch den Bart dazu, stimmt. Ich bin Ja, voller habe ich Ehren auch eigentlich. tatsächlich. Also wir können. Oh, hier, was ist das? Achso, wir haben gewonnen. Ja, Küste haben wir auch gewonnen. Uiuiui. So läuft es aber. Nein, schmeiß mal rein. Du scheinst ein glückliches Händchen zu haben. Nee, nicht erstmal kurz. Schmeiß rein jetzt. Nee, ich muss erstmal Reserven anwerfen. Damit wir jetzt auch wieder schön 2 Stunden auf die Fresse kriegen. Ja, wie sich das gehört, nicht wahr? Ja, oh, habe ich denn 2 Stunden? Da habe ich 2 Stunden. Dann habe ich freie Erfahrung 2 Stunden. Und Kredite 2 Stunden. So. Habe ich auch an. Das ist gut. So, pass auf. Ach nee, da brauche ich gar nicht mehr. Oh, diese So, pass Auswahl, auf. ne? Ach nee, jetzt kommt Auswahl. da was. Diese Auswahl, KV2. ja. KV2. Oh ja, finde ich gut. Ich nehme, du weißt den. Du Den, weißt schon dessen, wen. den, dessen Namen wir nicht nennen dürfen. So. Ja, wollen wir mal gucken. Ob keiner guckt. So. Druff da. Steht da. Unser Adi. Druff da. Immer feste draufhauen. Fahren wir zum Berg mal. Boah, ich weiß nicht. Also. Also ich fahre da hoch. Okay. VK100, Guard, Port, Tiger 1. Ja, wir stehen ja auch schon fast hier, ne? Deswegen fahren wir da ja auch hoch. Ach Mann. Ich werde nicht einen Durchschlag kriegen. Weiß ich jetzt schon. Ich werde den Stritzwagen hier als Schild nehmen. Jetzt, das hat er gehört. Das hat er gehört. Kennst du das von Werner, wo sie vorne dieses Cabrio drin haben? Ja. Ausschere, Ausschere, du ja, du ja. Oh, herrlich. Pass mal auf, ich knall hier gleich einmal aus der Fahrt. Ah, oh Mann. 53 dpi ab. So, pass auf jetzt. Und sobald ich runterkomme mit der Kanone auf den 150er da hinten. Horn. Wo ging der denn hin? Ich weiß nicht, ich war nur froh, dass ich den Streetswagen nicht getroffen habe. Der kam gerade ins Sichtfeld. Ah, ich fahre auch weiter. Ah, jetzt geht der Prott wieder auf. Schönen Dank. Weil das ist immer noch hinter der Kirche. So ein Panther, der könnte tatsächlich. Problem mit dieser scheiß Gun Depression ist ja, du kriegst diese Rohr nicht runter, ne? Es ist echt eine Katastrophe. Vor allen Dingen würden sich diese ollen Japaner diese Doppeltürme da vorne wegmachen, so wisst ihr, dann hätten die eine 1er Gun Depression. Nein. Können wir nicht machen. Haben sie wieder nicht mitgedacht. Naja. Dachte, sind die die oberschlau schlau, aber nee. Na siehste. Ich bin noch gar nicht nachgeladen. Oh ja, Panther, schön. Einmal hier rein, ey. Stehen noch alle auf dem Oh, wo Haufen. ging der denn hin? Wo ging der denn hin? Macht denn der IS da schon wieder? So ein Napfsülze, ja. Ich scheine wohl aufgegangen zu sein. Ja. Mit einem Panzer, der groß wie ein Haus ist, jetzt auch nicht so verwunderlich. Ja, naja, also, naja, also. Oh, ey, ich krieg hier nichts ab, wa? Ich hole mir den 101P. Genau, das ist eine gute Idee, das machen wir.
Wir müssen von der Seite weg. Ja, bin hier aber offen. Oh, nee, 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 nee. Das war's jetzt für mich. Ja, nicht nur für dich. Oh, Alter. Richtschutzgefahrer und Funker kaputt. Das ist ordentlich. Oh, zwei Artis nacheinander. Aber einer hat zum Glück nur getroffen. Repariert man denn da zuerst? Richtschutz, oder? Ja. Damit du überhaupt noch was triffst. Kamus weg. Arti, los. Das ist auch kein Bock, dann nochmal rauszufahren. Ach, guck mal, Excalibur. Excalibur. Hab dann mal. Scheiße, Arti, hab dann mal den VK rausgenommen. Ja, der Excalibur, das ist so ein 8er, ne? Nee, das ist der 5er Briten Premium. 6. Ah nee, das ist der 6 ist ein 6er. Ja, das ist der Kampagnen. Ach, ich meine den Excelsior. Ja. Der Excalibur ist der Kampagnenpanzer, der neue. Ich weiß gar nicht, ob der gut ist. Oh, der ist. Hat jetzt nicht den besten Durchschlag, aber schießt sehr schnell, ist relativ schnell. Also. Lässt ihn halt ein bisschen. Aber als 6er? Ja. Ist nicht so der Hit, ne? Schon, ja, wie gesagt, muss ihn halt ein bisschen vorsichtig fahren. Boah, ich muss erstmal ein paar Sachen reparieren hier. So. Ach man, das war eine Scheißrunde. Aber die VK rausgenommen, immerhin. So. Jetzt die Frage, wo steht der Spacko-Tief? Wieso cappt nicht mal einfach einer? Alter, jetzt muss ich nicht den ganzen Weg hier. Ich fahre jetzt zurück und cap. Warum? Wieso fährst du da nicht? Hä? Nö. Weil der T34 da irgendwo im Gebüsch steht und mich aufmacht. Bevor ich da unten bin, haben die mich. No cap, siehst du? Sagt der Centurion. Ah. No cap. Yes cap. Maybe cap. Ja, los, Attacke. Er ist doch so schüchtern, er traut sich nicht. Ja, wahrscheinlich fängt er jetzt auch noch an, den T-34-85 zu beschießen. Ah, du weißt doch, wie die Briten sind. Erstmal ein T. Dann überlegen wir, wie es weitergeht. Ja. Ist fast wie bei den Deutschen, nur die trinken Bier. Oh. Und sagen dann hier halt mal kurz. Bin gleich wieder da. Oder auch nicht. Die werden hinten in der Ecke irgendwo stehen. 100 ja, 100 pro. Hat die Arti gerade auf unsere eigenen geschossen hier, oder was war das? Ne, ich denke mal, es war die Gegner-Arti, die einfach blind ins Cap reingehalten hat. Da ist die Arti, guck mal. Hat versunken. Gleich reporten. Der Centurion ist jetzt hinterhergerutscht, oder was? Ich geh mal gucken. Nee. Doch. Noch fährt er.
Ja, er sitzt aber schon. Nee, jetzt ist er wieder raus. Na, Glück gehabt. Der ist auch noch Stock. Dann muss man sich mal reinziehen. Der hat 30.000 Gefechte, Mann. Sagt ja noch lange nichts über sein spielerisches. Wo ist er denn? Centurion, da. Oh, so mittelmäßig, ne? 4600 bei 30k ist nicht so doll. Na. Was hat er denn? Er will. Dass wir alle cappen. Ah, verstehe. Bleib Daneben stehen. geschossen. Ich bleib stehen, natürlich. Siehst du mal, läuft doch. Hat ihm gar nichts gebracht. Er hat nicht mal den Spot dafür bekommen. Ah, ist ein ganz wichtiger Spieler. Der war jetzt Schlüsselfigur. Ja. So. Guck mal an. Da ja. Ja, kann weitergehen so, ne? Das ist dir Jo, klar, oder? jo, jo, jo. Was habe ich da? So. Haben wir denn da. Jo, wie Kakao, Kurve kratzen Was nicht. haben wir hier? 380. Oh, die habe ich auch lange nicht gespielt. Oh, Hau raus jetzt, los. ja, warte mal, da muss ich aber. Oh nee, ich habe keine Crew dafür. Oh, 6er TD. Da habe ich doch bestimmt auch was. 80% Crew habe ich da drin. Macht doch nichts. Guck mal, ich habe hier auch einen 6er TD, der ist auch neu. Da habe ich eine 40% Crew drin. Also 40% der Perk. Ja, meine ist bei 0%. Ah, den Chinesen könnte ich auch gut mal weiterspielen. Da muss ich, glaube ich. Ah, nee, ich bin da durch. Nämlich durch. Da bist du durch? Bist an dem schon vorbei, ja? Ja, bin Ja, habt ihr vor beim. kurzem, die Chinesen habe ich so lange ignoriert, ne? Aber der ist eigentlich ganz cool hier. Ich meine, der ist noch Stock bei mir, aber der ist verdammt flink, Alter, dafür, dass der Stock ist. Die Ist echt abgefahren. haben auch alle einen guten Durchschlag und machen. Na. Ja, die machen schon Spaß, also. Oh, Alter, was ist denn hier heute los, Leute? Es kann doch nicht sein. Wie kann man denn mit einem Sechser in einem Achter-Match landen? Also bitte. Katzenstolz. Oh Mann, Alter. Karl Lauer. Oha. Panzerbrechend. Leute. Aber immerhin haben wir nicht ganz so viel O-Vollstreckerin. Ist das ein Mädel? Sieht gut aus? Man weiß es nicht. Immerhin haben wir nicht ganz so viele Namen im Zahlen im Namen. Ja. So, ich bleib gleich hier. Komm, ich penetriere die Heavys jetzt mal ein bisschen. Mal gucken. Ja, ey, genau, das hatte ich mich auch vor. Was soll's hier? Was haben wir hier eigentlich? 175, 235. Ja, 235 ist gut. Dann nehmen wir. Oh, ich habe noch nicht den Top-Motor drin, ne? Der kriecht den Berg hier hoch. Gut. Bin ich ja rückwärts schneller. Ach, da kommen sie. Na gut. Schade. Ja, was Ich macht denn gleich diese mal. T29 hier, Alter? Ist der dumm? Kleine Begrüßungsschelle. Und wo will der andere Heavy hin da? Was ist denn das? Ich weiß das auch nicht so genau. Der steht hinter Was ist uns. das? Nein, da unten fährt noch einer beim WZ mit. Was ist denn Ach das? so. Oh, der Aal. Ja, der ist Na gut, rot. das ist ein Sechser. Ja, Alter, komm. der hat 17.000 Gefechte und gewinnt 46% und hat eine 2000er WOT-Wertung. Kann man gleich als Spot reporten. Abgeprallt. Tim. Und der hat nicht mal Zahlen in seinem Namen. Was würde Joma tun? Alles reporten. Gnadenlos wegreporten, ja, alles. Zielt ihr auf mich? Yep, er zielt auf mich. Ich bin hier weg. Jo, und wieder ein Baum für die Statistik. Uhu. Ja, bis zum klaren Treffen hast du Joma eingeholt. Ja, mit Sicherheit. Kacke, wieso trifft er nicht? Scheiß Crew. Komm schon, komm schon. Oh. So, ich hau ab, ne? Ich stelle mich jetzt auf die andere Seite.
Ja, ich habe ja noch einen Heavy hinter mir stehen, der deckt mich hoffentlich. Steht ja auch schon wieder 2-0. Lässt ja wieder tief blicken hier alles. Was für ein Vollspacko, ey. Ja, T29 ist die Macht, Junge. Bist du denn her? Wo bist du? Da. Nein, nicht wegfahren. Ich weiß noch nicht, wo ich mich hinstellen soll, vor lauter Angst. Da oben brechen sie auf alle Fälle durch. Wenn die jetzt anfangen zu pushen, sind sie gleich durch. Das Gute ist nur, die sind genauso feige wie unser T29 hier hinter mir. Na, aber sie sind Uni vor sich haben, ist ganz klar. Der Uni hat mir richtig Spaß gemacht mit der Trollgun. Das Timmy macht da einen Schuh, hau ab. Oh, ja, nee, das ist jetzt. Müsste eigentlich noch die Arti kommen. Dann wäre es perfekt. Ja, warte, ich guck mal, dass ich. Und 3, 2, 1, Risiko. Ah, die Scorpion-Schelle war jetzt nicht so geil. Das andere war nicht so schlimm, aber 467 bei 580 Hitpoints, das ist schon. Hart. Ja. Sag es ruhig. Say my name. Machen wir ihn jetzt am besten hier. Warten. Warten, okay. Abwarten und Bier trinken. Oh, das ist eine gute Idee. Prost. Ach, das perlt wieder. Das gute Glasmantelgeschoss. Ich komme mal Wo zu sind dir. sie jetzt hin? Sind die jetzt zurückgefahren oder was? Ja, scheint so. Na, dann fahre ich hier auch noch ein bisschen weiter. Mach doch mal. Guck mal hier. Oh, hier vor mir ist ein Skorpion. Ich bin schon bei. Das ist gut. Treffe ihn nicht, gibt's ja nicht. Oh, was? Was? Ah, der muss mich wohl aufgemacht haben. Ich habe gerade zwei Schellen gefangen, bin geplatzt. Ach man. Also auf T34. Was ist denn hier los? Das ist weg, das ist super. Das war knapp. Sehr schön. Gerade noch den Auftrag erfüllt. Ja, T29 ist der Beste, der rettet uns jetzt allen den Arsch. Er hat sich auch so gedacht, komm, stelle ich mich mal nach ganz hinten und wenn sie denn kurz vorm Abnippeln sind, dann fange ich an. Was hat er denn? Der hat 8000 Gefechte. Also, naja, da könnte man schon wissen, wo man hin muss und so. Ja, gerade so. Aber dafür ist seine WOT-Wertung mit 3400 jetzt auch nicht so schlecht. Sie ist Naja. zwar unter Durchschnitt, aber. Da hätte ich jetzt schon erwartet, dass sie dann eher so im roten Bereich ist. Okay. Ah, wir zitieren Joma mal wieder. Das ist bestimmt ein Bot oder so. Das ist ein Ja. Bot-Play. Und dann hat er auch noch einen Stock T29. Was denn machen bei 8000 Gefechten? Wer weiß, was der da noch hat. Hat alles. Nur keine Ahnung. Ja, genau. Und kein Skill. Ja, das ist die Frage, was schlimmer ist. Ja. Ich glaube, keine Ahnung.
Nee, ich glaube, es ist kein Skill tatsächlich. Weil wenn du kein Skill hast, dann nützt dir Ahnung ja auch nichts. Aber wenn du Ahnung hast, dann kannst du so tun, als wenn du Skill hättest. Ich bin ja mal gespannt. Vom Ach, Prinzip guck her an. eigentlich auch total egal. Ach, guck an, da steht er im Busch da. Und jetzt schön nach vorne fahren, genau. Und los, Alter. Ah, er hat uns gerettet. Nicht Katzenscholz dein hat uns Ernst. gerettet. Nicht dein Ernst. Der lebt das amerikanische Sniper-Prinzip. One shot, one kill. Ah, okay. Abstauber also. Verstehe, verstehe. So. Oh, wir haben das Ding Ich. wirklich gewonnen. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, Logo. Ich glaube, ich spiele die Sue nochmal. Mit der kann man ganz gut. Ich muss den Ja, Auftrag, komm, glaube ich, noch ein immerhin den paar Mal Unterstützer erfüllen. bekommen. Oh, so schlecht waren wir jetzt auch nicht mit Tausender jeweils. Ich schau mal, ob ich da noch was einbauen kann. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung auf der Karre. Oh, ich könnte den Top-Motor einbauen. Na, das machen wir doch gleich mal. Das wäre ganz clever, ja. Zack. So, und dann würde ich die Karre tatsächlich nochmal fahren. Ja, warte mal, ich muss eben einmal hier in den Auftrag gucken. Ja, und ich glaube, ich werde mir auch ein paar Heat einpacken. Nur mal so, weil ich Bock habe. Sich mal irgendwo nicht durchkommen. Boah, ich muss noch sieben, das eigentlich 7 Mal machen. Krass. Na gut. Denn mit der Su scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich hätte ja auch so gerne ein Tarnnetz oder sowas dabei, ne? Aber Eigentlich. Ich habe eine Lüftung, einen Ansetzer und einen Stabi eingebaut. naja, dann ist aber dann eher die Konfiguration für Angriff, ne? Ja. Oh, und ich habe bei TDs grundsätzlich Konfiguration stehen bleiben, warten. Also wirklich Sniper, Camper. Bin ein verkappter Camper. Aber ist ja gut, wenn ich dich mit habe. Hast du eine Schere dabei, oder? Natürlich. Sehr gut. Dann machst du das auf und dann schießen wir gemeinsam drauf. Ja, damit du wieder abstauben kannst, ne? Logo. Ja, wartest, bis ich den ersten Schuss gesetzt habe. Bam, rest den 300 EP gehören mir. Was? Genau. Wir kennen das alte Spiel. Und wenn sie dich Ach. dann weggefokust haben, dann kann ich dich noch schön als Deckung nehmen. Ja, super, ich freue mich. Schon wieder Achter. Wieder so eine Kackmap. Ja, die ist tatsächlich nicht so schön. Täuscht oder stechen wir jetzt hervor hier in unserer Gruppe? Na gut. So werden, wa? Ja. Ja, fährt man denn dahin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde hier oben hochfahren gleich. Wobei wir ganz schön viele CDs sind, da werde ich nicht alleine stehen. Ich guck mal, ob ich rüber snipern kann da. Na, Sniper, mal rüber, wo ist denn hin? D2 erstmal und dann gucken, ob ich da rüber gucke. Oh, du hast wenigstens Panzerung, ich nicht. Das ist so alles Dünnblech hier, obwohl der so angewinkelt ist vorne extrem, geht alles durch frontal, ne? Ganz hart. Naja. Aber ich habe den Baumstamm dabei. Ja, das ist richtig. Bambus. Wenn nichts geht, Baumstamm geht. So, behalten wir mal die Brücke mit im Auge. That is a good idea. Bei meinem Glück kommt er dann auch wieder eine rüber über die Brücke. Ja, bei deinem Glück kommt da gleich der Defender. Der tatsächlich im Gegenteam ist. Okay. Ja, soll er machen. Ich habe ein paar Heat dabei. Alles gut. Aber guck mal, der T3485 fährt da einfach rüber, wa? Da. Donnerbolzen. Feind! Naja. Mal gucken. Haben sie den verjagt? Das gibt's ja gar nicht. Pralle, ich glaub's ja nicht. Jetzt kommen sie alle. Oh, Feuer, Attacke. Nein, was macht ihr denn? Komm, da geht noch einer. Du machst Damage wie blöd, wa? Jo, ich habe gerade den Tiger P gekettet. Und der Killshot geht natürlich daneben. Ist klar.
Ist raus, sehr schön. Auch gut. So, dann müssen wir ein bisschen gucken. Ja, scheiße, da ist er schon. Ah, fuck, 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 fuck. Los, drehen, 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 drehen. Ah, sehr schön. Jawoll. Das war ja schon mal ganz gut. So, wie kommt man jetzt runter von diesem verkackten Berg hier? Soll irgendwo eine Abkürzung geben? Oh, der ist jetzt aber auch gut schnell mit dem Motor, ey. Es geht echt ab. Ja. Das ist halt wieder der Vorteil von keine Panzerung. Oh, hier mit 50 Sachen in einem TD, das geht schon. Da kannst du auf alle Fälle flotten Stellungswechsel machen, ne? Mhm. Fährst du rüber, oder? Ja, ich hole mir jetzt den VK da drüben. Okay, ich gebe dir ein bisschen Rückendeckung von Weitem. Das ist schön. Weil die Heavys brechen gleich durch. Und dann muss ich, also um genau zu sein, brechen sie jetzt durch. Ich folge euch mal unauffällig. Und schieße dann von der anderen Seite, so ein Fuchs, wie ich bin. Ja. Total klar. Oh nein, der VK hat mich auch. Verdammt. Kommt der genau in dem Moment rausgefahren, oder der kleine Spacko? Da ist er, da ist er, da ist er, er gibt mir. Ich komm nicht ran. Boah, N12. From behind. Oh. Achtung, links dann. Nein. Abgeprallt, ich glaub's nicht. So, jetzt schnell zurück. Oh, da ist die M12. Super. Oh, der hat mich gekettet. Nein. Nein. Oh, wie lange dauert denn das? Komm, weg, 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 weg. Mann, ich brauche nicht mehr viel. Ich brauche noch einen Treffer. Ich jauli, Alter. Och, der Defender, wa? Wollen wir mal nicht probieren. Komm nicht durch bei dem Dreckstück. Ja. Oh, der kommt hier hoch. Ja, fahr mal zurück, dann können wir den gleich von zwei Seiten vielleicht behaken. Der Mod 1 auch noch um die Ecke gleich. Scheiße, doch. Fuck, fuck, fuck. Oh, drehen, 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 drehen. Komm, 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 komm. Ein Treffer brauche ich noch, ein Treffer brauche ich noch. Ja, danke. Puh. Gott sei Dank. Aha, Defender, du dumme Sau, so nicht. Mir nämlich nur das Kettchen gezogen. Hast du sogar keine Tarnung drauf auf dem? Nein, ich behalte den nicht. Ist egal. Und jetzt stress mich nicht, ich bin auf der Flucht. Ach. Na, dann gucken wir mal. Dieser Ficker. Fühl mich gerade leicht verfolgt, nicht wahr? Ja, guck mal, die sind ganz woanders. Kannst vielleicht sogar drauf wirken gleich. Na, ich flitze jetzt außen vorbei. Ein kleiner Flügelflitzer, wa? Ich hoffe es. Ah, scheiß. Was soll's. Ja. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Lad nach, Mann. Scheiß hat drauf, ja, echt. Was ein Gammelteam.
Ja. Das ist aber auch echt der Hammer, ne? Die haben einen Defender und einen T54 Mod 1. Gut, ich meine, der hat No. einen 50 TP, der ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber guck dir mal Die Werte von dem an. den, na, den Mod 1 an, der hat schon 6 auf der Uhr, ne? Der hat das hier gerade mal ganz locker flockig weggefrühstückt. Ah, ich guck mir das Elend nicht bis zu Ende an, das bringt ja eine Katastrophe. Unsere Arti ist gerade noch den Berg runtergepurzelt. Oh Mann, das ist schon vorbei. Ja, tat ja gar nicht so weh. Naja. Ja, aber sehr gut, ich konnte wieder. Jetzt habe ich schon 4 von 10. Wahnsinn. Noch 6 Mal. Naja, wenn ich mit dem. Ich nehme, glaube ich, einen Scout. Das ist doch auch eine Möglichkeit, eine gute. Ja. Warte, ich fahre den UI weiter, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ich glaube, ich fahre den UI weiter, mit dem hat mehr Spaß. Da können wir mal gucken, wenn das passt, vielleicht fahre ich einfach hinter dir her. Und dann gucke ich mal so um die Ecke und. Schießt dann unter mir durch. Ja, genau. Mit dem E25 geht das bestimmt. Ja. Ob man mit dem E25 über einen S1 rüberspringen kann, wenn der sich so hochbockt? Bestimmt. Das geht Das geht? bestimmt. Und ob man da viel Schaden frisst, das würde mich mal echt interessieren. Boah, ein Komet als Top-Tier. Oh, jetzt gibt auf die Fresse. Alter. Oh, das wird super. Das wird super. Schauen wir mal. Wie hieß er hier gerade? Panzer Paul 5. Na gut, so, wo fahren wir denn hin? Ich fahre runter in die Heavygasse, glaube ich. Nein, das werde ich nicht tun. Doch, das werde ich. Doch, das werde ich doch tun. Gut. Dann fahre ich auf die. Oder fährst du außen rum? Nö, ich fahre erstmal hinten auf die Sniper-Position und wenn du an der Ecke stehen bleibst, dann kann ich da mit reinwirken. Ja, dann fahre ich mal auf die Heavy-Position, ist glaube ich klüger. Ich hätte oben lang fahren sollen. Oh ja, tatsächlich. Naja, da ist es so. Rochen wir die Bande halt von hinten auf, mir royal. Oder wir fahren einfach geradeaus durch. Ja, genau. Autopilot an und hü. Ja, bis vor ein paar Jahren konnte man das mit dem Black Prince machen. Ja. Ich hätte den mal vor ein paar Jahren spielen sollen. Leopard, tu mir doch bitte nochmal den Gefallen und bleib mal stehen kurz. Oh, fuck. Ganz knapp, wa? Na gut. Ich glaube, hier hinten stehe ich ziemlich kacke. Oh, Churchill down. Ja. Er hat mich gesehen und hat aus Panik angefangen zu schießen während der Fahrt. Was hast du sofort gesehen, wie er gleich in Panik ausgebrochen ist? Und dann hat er sich gedacht, ach, weißt du was? Du bist auch vorbei. Lass. Ja, das, oh, das sind aber ein paar mehr. Sehr schön. Ich komme hinterher. Bist du schon um die Ecke rum?
Ich würde an den Kometen gerne rankommen. Das guckt natürlich auch in meine Richtung, ne? Ja. Komm, lass dich nur kurz sehen. Ah, fucking Arti. Nö, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, warte, ich mach das gleich. Ah, nur gekettet. Nein! Ich treffe nur die Kette. Nur das, ich sehe nur das letzte. Ja, schieß nochmal drauf am besten. Ja. Der hat mich nicht gesehen, der fährt zurück. Bitte? Mann, lad doch Aber er nach. ladet. Er lädt nicht nach. Ist der Komet nur weg? Nein, ich treffe immer nur die Kette. Hä, wo ging der denn hin? Jetzt kommt der T1 Heavy gleich von hinten. Kacke. Siehst du, so ist schön. Da machen wir ordentlich Löcher rein. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein. So, Komet ist weg. Ja, VK hinter mir. Sehr gut, auch weg. Lass dich einfach rückwärts runterrollen, ansonsten hier. Oh, mache ich gerade. Oh, T34 fuck. kommt. Ja, helf mir mal. Ja. Bleib mal hinter mir stehen. Bleib Ja, hinter mir ja, stehen. ja. Bleib hinter mir stehen. Der war nicht gut. Na, ich war noch im Artis dann, deswegen war ein bisschen doof. Oh, einen Treffer brauche ich noch. Ist noch ein bisschen was da. Jetzt geht der AT2 zu. Rechts, Hellcat. Ja. Oh, der Berg gefahren. Jetzt geht Links, der AT1 AT. wieder auf. Hey, AT7 wieder Man auf. wird sich aber die AT holen. Ne? Alles blind. Oh, voll drüber. Ah, Scheffi macht gleich auf. Und Scheffi holt ihn sich auch, pass auf. Was machst du denn? Ja, das macht die Su, das mache ich nicht. Na, nur noch Nein. eine Arti. Er sucht dir einen erhöhten Punkt. Vielleicht findest du irgendwo. Na, zumindest ist es gewonnen, immerhin. Drei Kills hast du. Ja, mir fehlen 78 Schadenspunkte. Bin ich schnell genug? Oh, fuck. Ja, nicht ganz, nicht? Naja, komm, mein Spiel war schlimmer gerade, also. Sieht nur 198 beim Komet, also bitte. Bestimmt wieder diesen einen MG-Schlitz gefunden, der am allerhärtesten war bei dem Teil. Oh Mann, ey. Manchmal fässt ihr echt am Kopf. Gut. Vielleicht fahre ich jetzt eine Runde Scout. Wer ist das denn schon wieder, Alter? Wir haben hier so viele neue Leute. 2500 der persönliche Wertung. Wer holt so eine Leute in den Clan? Na gut. Achim, moin, moin. Das Achim.
Tja. Sechser. Mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Das Mitte frage ich scouten, mich wa? auch gerade. Ja, Mitte scouten ist gut. Ich hochfahren, lieber. Ich weiß nicht. Aber der Type 64 ist jetzt nicht so dolle. Dann fahre ich hoch. Ich guck Ja, mal. was auch immer auf Chinesisch los geht's heißt. Boah, 84, 85 km/h. Das war schnell. So, halt die Augen auf. Ich mache jede Sekunde Licht. Ziel erstmal auf den Berg mit ein, falls da. Nee. Krass. Bin oben. Nee, mach nicht. Klar Kannst bin ich du noch oben. ja, kannst ja noch beschossen werden auf dem Weg nach oben. Von wem denn? Ja, von dem T-34-85 zum Beispiel. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich von dem beschossen werde. So, sehr gut. Fahr mal ein Stück zurück da, du Spacko. Alter, wenn sie den jetzt hochlassen, ne? Nein, den lassen wir nicht hoch. Wir passen auf. Aber der Skoda muss da nochmal Licht machen. Kümmere mich da mal selber drum. Oh, ich feier diesen Typ 64 einfach, ne? Der ist sehr, sehr geil, ja. Gerade in einem Na 6er jetzt. Only. Jetzt mit der neuen Mannschaft geht der sowieso ab wie Sau. Ich lusche noch mal in die Mitte. Ja, das ist gut. Ja, da. Ah, leider daneben. Also, na, egal. Der hat keinen Bock mehr. P48 Bits. Wo ist die Lücke? Da ist die Lücke. Schön. Und noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Ich habe einen Klicker hier oben. Alter, was macht ihr denn? Wieso lasst ihr die Leute hier hoch? Ja, ist kein Scout in der Mitte, der spotten kann, oder kein Med in der Mitte. Oh Leute, Alter, was macht ihr denn da? Also bitte. Ich habe mich so gefreut, hier alles zu dominieren hier oben. Ich habe gerade mir auf den Tiger 1 eingeschossen. Ich kotze ab. 800 Damage. Alles deine Schuld, Tim. Alles deine Schuld. Gar nicht. Was? Hier gerade echt nichts machen, ne? Der ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Solange der Streetswagen da nicht aufgeht. Der hat mich nämlich gerade von da oben einmal beschossen.
Ah, guck mal, der guckt woanders hin. Das ist super. Der Type ist auch da hinten. Sehr gut. Er ist auf alle Fälle gewonnen, aber trotzdem. Scheiße. Fahr doch mal den Berg hoch, Mann. Berg hoch, Mann. Ist auch ein schöner Name. Ja, Berg hoch, schon. Mann. Der Berghochmann. Komm, komm. So, Attacke. Na, gucken wir mal. Das ist echt unangenehm, einen Panzer zu fahren, in dem du keinen sechsten Sinn hast. Boah, da gewinnt man sich aber auch dran. Ich weiß, aber back to the roots. Oh, jetzt geht's auf. War klar. Ist doch jedes Mal so. Na gut. Dann mal los. War jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber. Nee. 800 Damage und die Leute mal ein bisschen gestresster. So, Adis. Go, Tim. Go, Tim. Ja, ist eine gute Arti. Ah, der fährt dir doch schön vor die Flinte. Ah, ich glaube, du bist auf, wa? Ja, ja. Naja, er guckt doch zu dir. Ach. Traumschuss. Hat wieder nicht gereicht. Nee, fahren wir nochmal. Ich fahre den Scout nochmal. Ich bin jetzt gerade voll im Scout-Feeling. Ja, die Karre bockt doch einfach. Mit einer dicken Mannschaft und voll ausgebaut. Also voll ausgebaut als Premium, haha. Aber mit den richtigen Modulen drin geht der schon ab wie Sau. Ich habe in dem tatsächlich auch Tarnnetz drin. Also, wenn wir eine große, weitläufige Karte kriegen, würde ich mir auch einfach irgendwo hinstellen. Ja. 26.000. Wie viel HP hat er? Warte, das muss ich jetzt mal. Wo steht das? Bei Panzerung, nicht wahr? 580. Genau wie die Su. Ja, vielleicht fahre ich den auch mal. Ich teste das mal. Obwohl, da müsste ich doppelt so viele Treffer anbringen, ne? Hm. Ja, wir testen das. Naja, er macht halt nicht viel Damage, ne? Das ist wieso, was ist deine Mission? Ich muss jetzt noch 6-mal doppelt so viel Schaden machen, wie ich HP habe im Panzer. Ab welcher Tierklasse? Ab 6.
Okay, was ist da mit KV2? Ja, habe ich ja probiert, aber das klappt ja irgendwie nicht so richtig. Jetzt mit der SU war das bisher am besten. UI geht auch noch ganz gut. Oder eine Arti. Eine Arti geht doch bestimmt auch. Stimmt. Stimmt eigentlich, oder? Soll ich nochmal verlassen? Nee, nee. Ach nee, das Problem ist, ich habe aktuell keine 6er. Ich weiß nicht, die Russen-Adis sind irgendwie nicht so geil. Finde ich. Und die Chinesen haben keine. Ich muss das mit Russen oder Chinesen machen. Na, die Chinesen kommen bestimmt auch bald mit der Arti. Werden die sich auch irgendwas aus den Finger saugen? Ach nee, jetzt dieses kommt ja Radpanzer, ganz wichtig. Die Radpanzer. Elementar, dass World of Tanks Radpanzer bekommt. Man muss ja alles, was Armored Warfare schon seit Jahren macht, müssen die ja nachmachen. Ganz. Aber gut, lassen wir das. Ja, ich würde sagen, wir schnappen uns. Ah, schnappen wir uns die Mitte. Komm, wir sind eh Lot hier, was soll's. Die AMXer machen mir halt Sorgen, ne? Aber ich glaube, wir sind schneller als die AMX. Wandert, wart hier schon rein? Ja. Ich verfehle immer ganz gern die Ausfahrt und dann in Sicherheit bringen, ne? Oh, AMX ist da drüben. Beide. Suicide AMX. Oh, hat die Marie die was gebracht, Mensch. Oh, Oh, hinter wir uns kriegen noch, Besuch. ja. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Dann jetzt gib ihm. Sauber. So, kurz entspannen. So. Tja. Luscha mal ums Eck. Vielleicht mache ich bei denen am Capfort auf für unsere Artis. Jetzt vorsichtig mal rantasten. Guck. Jetzt Ja, fahren wir noch ein bisschen weiter. das Jetzt klappt. nur nicht bewegen. Tarnnetz angehen lassen. Genau. So, pass auf, ich fahre ran. Ich mache die Adis jetzt auf. Ich bin bereit. Die haben schon auf mich eingezielt hier. Alter Schwede. Eine kurze Besuch von einem Amex. War mir schon klar, dass das kommt. Das ist Ziggy Zaggy. Jetzt kommt der Achilles dran. Es geht davon nicht mehr so. Super, dann kann ich ja hier runter. Perfekt. Mensch, hat das super geklappt, Mensch. Jetzt verwirren wir die Gegner und cappen mal kurz einen Moment. Aber ich versuche durchzukappen. Mal gucken. Na, ich komme jetzt auch zu dir.
Oh, ich bin offen. Nein, 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 keiner mehr fangen, das tut weh. Angezündet, ich glaube nicht. T29, ich brech ab, Junge. Adi, komm zurück. Ah, bleib stehen. Oh, ihr seid bleib stehen. Narvin Action X. Ah, bleib stehen. Nein. Du hoffst darauf, dass der IS-2 down geht, ja? Ja, so ein bisschen. Hm, das wird auch passieren. Ah, bleib stehen. Na, sauber. Jawohl. Na, haben wir sie schön fertig gemacht. Ja. Alles super. Sogar noch einen Arti-Shot gekriegt. Sehr geil. Hat's denn geklappt mit deinem mehr Damage als Shoto? Nee. Oh. Das war nix. Doch, war ein schönes Game. Ja, das also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hatte bisschen Schaden, bisschen Spot, das war okay. Definitiv. Also, wenn du weiter 6 erfahren willst, ich fahre den weiter. 54.000 Credits Gewinn gemacht. Ja, ich probiere es jetzt aber nochmal doch mit der Zoo, damit ich da Ja, mal. mach. Ne? So, einmal umschwenken. Kann ich auch noch ein bisschen Besatzung. Besatzung pushen. Ja, ich hatte die so schon mal und habe die dann aber aus Platzgründen verkauft. Und jetzt ja, habe ich keine Platzprobleme mehr und dachte mir, die Zoo muss auf jeden Fall wieder in die Garage. Aber hatte halt keine Crew dafür und dann habe ich mir halt für 20.000 so eine 80er Crew geholt. Ja, das. Deswegen habe ich versuche ich von jeder Nation halt die Premium-Panzer abzugreifen, dass du halt Trainingspanzer hast, weißt du, die dir meine Herzschützen kannst. Und meine Tiger 2 Crew, die habe ich jetzt aus dem Löwen zurückgeholt. Da blieb die halt, nachdem ich den Tiger 2 aus irgendwelchen Gründen auch immer verkauft habe. Also. Ja, und bei den Briten wechsle ich mit einer Crew zwischen drei Panzern. Das mache ich auch bei vielen Panzern so. Na. Wird einfach sinniger ist. So, dann fahren wir mal nach vorne, machen wir mal Lucky Lucky und dann verdrücken wir uns mal wieder ganz schnell. Haben wir überhaupt wieder Achter? Oh mein Gott. Endlich wieder ein bisschen Fleisch. Was? Du riechst Fleisch? Das muss man Achter abziehen. Fleisch. Nein, daneben. Das war zu optimistisch. Na gut. Alter, ich hab schon 600 Aufklärungsdamage. Und gerade gefressen, wie blöd. Von wem denn? Oh, seine Trollgun. Wer war's denn? Fuyu. M4A3E2. Da so eine Trollgun drauf. 420. Na, ja doch, hat mir eine 420er Kelle gegeben. Achtung, S6. Drecksack, ja. Oder Aber ich glaube, so viele IS-6, ist hier gar Kontrolle. nicht. Oh, ich bin schon wieder auf. Da ist dieser blöde Bastard. Ja. Komm ich aber nicht ran. Pass auf, hier ist 6 kommt. Gut, das wird eine kurze Runde. Ich hätte mal nicht schießen sollen. Natürlich treffe ich nicht. Klar. Spackos. Oh. So, das war's. Hey. Gekettet, Moonlager. Aua, aua, aua. Ich muss weit zurück.
alles schon hier durch? Ah, da, guck mal. Oh nein, mach die nochmal auf. Mach die nochmal auf. Bin ich den? Da komme ich nicht ran. Oh, wo ist der? Wo ist der? In den ran? Auch nicht. So, hola, was ist denn hier los? Muddy-Vampir, moin moin. Und Beacon, hi. Beacon ist mal wieder da. Oh, so ein Pixel-Shot hier. Komm schon. Ach, Achim ist auch noch da. Siehst du? Der war so ruhig. Steht ne. Ah, steht ne. Sehr schön. Wahnsinn. Ich bin auf. Das ist echt schlecht. Komm ja auch nicht weg. Genau, haut die da oben weg. Immer rin in der Fresse. Ich kann doch auch nicht leiden, diese Spackos, ja. Gunnel, auch moin moin. Oh, Stritzwagen, Mann, was machst du? Ich hab nur noch 4 HP, der hat mich beinahe gekillt mit seinem Ram. Shit. Der TVP ist wieder abgezogen. Versuch mal hier durch die Häuser wegzukommen. Wie wegkommen? Spotten sollst du. Dann bitte schon wieder auf. Oh, ich brauche noch einen Treffer. Komm, 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 komm. Fahr raus, T34, fahr raus. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ah, warte. Bin ich ran? Ah, shit. Ja, mehr kann ich nicht machen. Scheiß Komet hat gesehen, wo ich hin wollte. Fuck. Ja, Pike. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, Gunne, meistens ist es tatsächlich so. Die Suche hat auch überhaupt keine Sichtweite, ne? Das ist echt so zum... Ich bin mal kurz auf K, ich bin gleich wieder da, ja? Beacon, wie geht es dir? Haben wir auch schon länger nichts gehört. Alles gut? So, ich brauche noch einen guten Treffer. Komm schon. Ist der da wieder? Nein, ich schieß drüber. Nein. Ah, fahr doch zurück. Fahr zurück. Jetzt müssen wir den... Ach, guck mal, da ist der T34. Shit. Komm raus, komm, 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 komm. Oh, ist das zum Reihen, ey. Ich brauch noch diesen einen Treffer. Ach, da unten steht noch ein Komet, ne? Kacke. Na, das wird nix, ich weiß es.
Und vor allen Dingen fangen die jetzt an zu cappen. Ja. Oder habe ich die 304 voll drin, ne? Und schieß drüber. Oh Mann. Katastrophe. Mann, der T34-100-Bot soll da uns mal rauskommen und dann drücke ich den noch ein und dann ist gut. Ja, danke, danke. Soweit geht's ganz gut. Der Lütten, ja, die hat gerade ein bisschen Husten und Schnupfen. Aber ansonsten ist alles soweit gut. Und wir brauchen ein neues Auto, das ist nicht so gut. Aber naja, irgendwas ist ja immer, ne? Aber gesundheitlich ist sonst alles soweit auf dem Damm. Und ich weiß, wenn ich hier wegfahre, macht der T3400 mich platt. Ja, der macht dich dann auf, vor allen Dingen. Also, er kommt dann raus, wenn du dich bewegst, so wie es immer ist. Ja. Guck, da ist er. Pranger. Digga, das ist jetzt nicht wahr, oder? Er hat auch daneben geschossen. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Macht das nochmal spannend. Bis zum Schluss. Oh Mann, bist du Je. geil. Darauf erstmal einen Schluck. Na, ich müsste jetzt aufstehen, aber ich bin zu faul. Tja, machen wir nochmal, wa? Ja, Logo. Müssten wir eigentlich noch schnell eine 6er Arti kaufen, dann könnte man das mit der Arti einfach nur ein bisschen. Aber nein, 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 wir lassen das. Ah, hol dir die 304, die ist gut. Von Amis. Nee, 304 ist Brite. Achso, nee, so weit bin ich ja. Ich habe da bei den Briten noch gar nicht angefangen. Achso. Weil ich doch so übermächtig bin. Verstehe. Nee, verstehst du eben nicht. Deswegen sage ich dir das ja. Ah, ich verstehe. Was gibt's denn für 6er-Adis überhaupt hier? Gute. Na, die Franzackenart, die ist ganz geil. Die 6er. Diesel. Su-8, Ich weiß gar nicht. Du musst mal gucken. Bei den Russen, wie weit bin ich da? oh, die M44 Vier. ist aber bei den Amis ja auch nicht so schlecht. Ja, da bin ich bei der 3. Ja, bei den Franzosen bin ich schon bei der 8. Bei der. What the? Bei der Briten bin ich bei der 4. Oh, dann lassen wir das. RNG. Hossassa, der Herbst ist da. Wieder so eine Kackmap. Kann da nicht mal Kempinovka kommen oder irgendwie sowas? Oder. Ja, wäre gut, ne? Ja, da ich mich einfach mal irgendwo hinstellen kann. Mal gemütlich auf Klo oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Nee, nischt. So, fahren wir denn dahin vor lauter Angst. Falk auf der Mitte. Was haben wir denn hier? T8 schon wieder. Fahr dem T71 hinterher. Ist der gut? Der weiß, was er macht, ja. T1, jo, der weiß definitiv, wo der macht. Wo steht er denn? Hinter mir, da, rechts neben mir. Ha, Ich fahre hier auf den Sniperhügel rauf. der fährt rüber, dann fahre ich auch rüber.
haben ja drei Squads, der eine kann ja woanders hinfahren. Vielleicht kommt die sogar bis J1 oder so. Das wäre ja natürlich richtig geil. Das wäre mega, wenn wir bis dahin kommen würden. Oh, ist der schnell. So ehrlich gesagt nicht, wie weit er fahren will. Die Position ist natürlich First Blood. Ja, gibt's hier leider nicht. Ich glaube auch schon bald, dass sie nicht mehr langkommt. Das kann natürlich gut sein. Oh, genau, der geht voll daneben, ey. Ich dreh ab. Na, siehst du. Was war verstanden, F4? Was? Verstanden, F4? Ja, ja. Nee, F5. Nee, F4. Ich verwechsel. Warte nur. F5. F5. Gut. Meine Güte, ey. Oh, komm, ich will wieder eine Adi-Schelle ab hier. Oder? Ja, doch nicht. Mist, so, wenn wir noch ein bisschen was reißen wollen, dann geht's jetzt mal nach vorne. Pam, pam, pam. Okay, mal ein Spick hier. Oh, nicht mal auf den Spick kann ich mehr. Oh mein Gott. Na, Tiger 2, komm. Gib mir da noch einen Kill. Ein Treffer. Na, nicht mal mehr das, oder was? Okay. Ja, ich glaube, der T71 war gerade ganz happy, da ich ihm die ganze Zeit am Heck geklebt habe. Aber das wirst du gleich am Damage sehen, was ich meine. Ja, ist ganz geil, wenn man da freie Fahrt hat. Alter, wie kann man denn so doof sein und die komplett offen lassen? Also wirklich, du musst wenigstens zwei Panzer pro Seite haben. Ja, wenn naja. Nicht, dann sieht's halt so aus. Dann sieht's halt so aus, genau. Mit 1147 Damage und 2 Kills in einem 8er Match. Mhm. Oh, herrlich. Oh, guck dir mal den T71 an, wa? 2300, ja. Panzermeisterschütze, der hat nur gesnipert. Krasser Typ. Naja, habe ich ja auch von profitiert. Eben. Eben drum. So, wir hatten Himmelsdorf lange nicht, ne? Und leck mich, Alter. Ich will jetzt hier wirklich mal eine Camper-Map haben. Kann doch nicht so schwer sein. Eigentlich nicht. Ich begnüge mich da auch tatsächlich schon mit Siegfriedlinie und so ein Scheiß. Ja, aber dann null Standardgefecht. Sonst kannst du ja nicht rausfahren. Oh, guck mal, das gibt's nicht, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Das passiert jetzt gerade nicht wirklich.
In einem Vierer-Match, da fahre ich einfach nach vorne. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Dann nehme ich mir doch glatt die Heavy Line, Alter. Ja, ich komme mit. KV1S. Lächerlich. Aber den haben wir zu zweit auch schnell weggerotzt. Na, Krapfen 14, Boss. Mach dich weg, Alter. War kaputt, Junge. Gold wird geladen. Ja. Abfahrt. So, wer zuerst im gegnerischen Cap ist. Ich komm weg hier. Ja, ey, 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 ey. So Irgendwie eine muss ich. Faxen brauchst du gar nicht erst anfangen. Irgendwie muss ich dich hier aufhalten. Warte mal, ich zieh dir die Kette. Warte mal. Bisschen Angst hast du schon gehabt, ne? Genau, fahr mal einmal hier vor, ein bisschen weiter links, dass du da den Fluss gucken kannst. Ah, guck mal, da kommt ein So? Schneider. Ja, sehr schön. Da fahre ich lang. Das ist jetzt meiner da vorne. Lässt du mich doch alleine. Oh, Alter! Alter, der hat mich gerade aus voller Fahrt hat der mich weggemeißelt. Ja, ich wollte eben ein bisschen schmollen. Na, das hätte so gut werden können. Oh, da kommt sie schon. Die Höllenkatze. Oh je. Wie kann man den nicht in deine. Man kann nicht in deine Ansicht wechseln. Man muss immer diese fucking Maus drehen. Das ist so nervig, ne? Bin ich hier auf? Durch die Büsche geschossen. Freunde. War ein Blindschuss. Hast du nie mitbekommen? Könnte da vielleicht mal einer die aufmachen? Nein. Ja, ich würde ja gerne, aber. KV2, nee, KV1S muss ja nicht einzielen. Das ist ja, der kann ja aus voller Fahrt mit seiner Treugern, kann der ja. Das ist ja überhaupt kein, also, weißt Ja. Das sind meistens immer die Matches, die du verlierst. Aber gut. Sollte nicht sein. Schelle, mein Freund. Nein, Panzer 38, von wo? Oh nein, ey. Da bottet der hier über die Brücke, der Spacko. Der NA, der ist eigentlich ganz geil. Aber er bleibt stehen, er bewegt sich nicht. Das ist doof. Ah, der hat keine Ahnung. Das hast du gleich gemerkt. Wie, warum schießt er zurück? Wird, warum, wie. War der 1S. Ja, guck, Nee, guck, das habe genau ich so eine erkannt. Matches verlieren wir, Alter. Wie Ah. genau in so eine Matches verlieren wir. Das ist so schlecht. Es ist einfach nur schlecht. Da freust du dich hier endlich mal ein Oh, so gescheites cool. Matchmaking. Jawoll. Na, hat er mal einen Schadianisch, das war Stummel für den Lacher geraucht, vom ne? Anfang. Ja, sag ja. Geht gleich los. Ich pack gleich wieder den 1C aus hier, gleich rechts. Oh ja, das ist auch mal eine gute Idee. Nee, aber erstmal muss ich einen Auftrag weg haben hier. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ach du mit deinem Scheiß da immer. Wieso? Schlaue Sprüche sind wichtig. Definitiv. So.
Oh, ich mag gleich noch ein Bierchen holen nach dem Match und dann. Dann läuft das auch wieder. Du hast Ja, ich denke auch. Einfach unterhopft. genau unterhofft. No Brewophobia. Das hast du dir gemerkt, wa? Klar. So ein Quatsch kann ich mir mal merken, sagt meine Freundin auch. Na, ich hatte ja heute Betriebsarzttermin. Und für meine Altersklasse bin ich halt noch überdurchschnittlich gut, was das Hören angeht. Also ich liege noch über dem Normalwert. Also alles noch im supergrünen Bereich. Ich habe meine Freundin erzählt, fast der Mund rausgefallen war. Wie, was und denn? Du sagst doch immer, ich dusche, du hörst mir nie zu. Ja, kannst mal sehen. Hören nur das, was ich hören will. Ja, das ist aber auch, das ist tatsächlich statistisch bewiesen, oder Aber wir filtern das gemessen. raus. Nee, dass Frauen reden ganz oft auf einer Frequenz, die wir zuerst nicht wahrnehmen. Das Ja, ist tatsächlich. ich filter das raus. Also das nützlich unnütze. Ah, nee, warte mal hier. Die 40T hin, die fährt runter, wa? Ja. Da fahre ich mal hier hoch. Kuckuck. Keiner da und wir gehen auch gleich. Dafür steht einer am Cap. Ach, guck an. Da haben wir doch den ersten Patienten, der verarztet werden Ich möchte. schieße jetzt aber nicht. Ich Nö, lasse euch das das nehmen wir. machen. Keine Sau Boah, trifft es Alter, der echt. T92, wie dumm kann man sein, Alter? Was ist denn das für ein Spacko? Ist ja die reingefahren hat. Nee, der steht neben mir und fängt an zu schießen und geht auf und die Arti schießt hier hin. Da, Crumble. Ja, komme ich nicht ran. Kaff. KV. Ich bin auf. Jetzt nochmal nach vorne. Komm, weiter, IKV, weiter. Alter, lässt die Lorraine den Crumble hier etwa durch? Geht Irgendwie denn da ab? schreit, sieht danach aus. Ich kümmere mich mal. Ja, ich kümmere mich auch. Ich kümmerte mich mal. Toll, jetzt bin ich hier unten. Ganz klasse. Fahr doch wieder hoch. Ich fahr mal hoch, ja. Ja. Mir mal an dieser Pups-Lorraine vorbei. Und weg hier, Kollege. Mut zur Guck Lücke. mal an. So Guck macht den man mal das. an. Na, mal gucken. So, und jetzt macht auch mal was, Mann. Ja. Ich hab den Prott getroffen, bin aber nicht durchgekommen. Wir stehen alle hinter den Felsen. Ich glaube, ich bin gar nicht aufgegangen gerade. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Wenn Marvin sich nicht gemeldet hat, dann nicht. Ach, du kennst meinen Marvin, ne? Hallo, wie lange spielen wir schon zusammen WoT? Jetzt bin ich aufgegangen. Ah, die Art, die liebt mich. Also von den TDs, was ist da los? Anstrengend. Versuch mal den Protter rauszuloggen. Nee, macht er nicht. Der Schisser. Hat der spielt unser Arti eigentlich mit? Keine Ahnung. Die sind alle nicht so doll. Ich würde gerne noch weiter rauffahren, aber ich traue mich nicht. Fahr doch unten am Hügel lang. Warte, ich kann jetzt gerade. Oh, abgeprallt am GW Panther. Ich glaub's nicht. Oh, eine bittere Pille. Oh, unten am Hügel lang. Ja.
dass du die TDs vielleicht aufmachst. Musst nur auf den Even 90 aufpassen, der im Cap steht. Der könnte da eventuell. Ja, da muss ich ja hier oben rumgurken, oder nicht? Oben und dann runter. Schräg am Hügel lang. Oh, hier ist ein Nati. Oh, jetzt kommt der Brot raus, das war's. Oh, abgeprallt. Hab ich ein Glück. Ja, guck mal, wenn er dich jetzt verfolgt, ja. So, Freunde der Sonne. Guck mal, dann kriegt er. Einmal recht freundlich. Ja, oh ja, da steht er richtig gut. Und da ist der Brot. Und ja, jetzt haut den kaputt, den Penner, ja. Ich krieg's nicht mal. Ich krieg's nicht mal. Doch, den habe ich bekommen. Ah, ich glaube, das war jetzt sogar wichtig, so wie es aussieht. Das könnte. Das könnte gut gewesen sein. Weil unsere Heavys räumen da hinten jetzt auch noch kräftig auf. Ich verstehe auch nicht, warum die Artis noch im Spiel sind. Also, ich hab, was macht denn die Lorraine da? Kann mir das mal einer verraten, bitte? Was? Weiß nicht, ich kann da leider nicht hingucken. Also, das ist ja wohl der letzte Dödel. Ohne Scheiß. Und jetzt lässt er sich von der Hellcat wegmachen hier, oder was? Ach, Lorraine, Alter. Ist die 40T nicht ein Premium? Ja. 6.000 Matches, nein Quatsch, 21.000 Matches. Naja. Ja. Alter. Fährt der ernsthaft da hinten jetzt rum? Wer? Na, die Lorraine. Ja, der ist mir doch, der ist doch erst runtergefahren und dann hing er da eine ganze Zeit, hat den Cromwell durchgelassen. Viel geiler. Und dann bin ich hinterher, weil ich die Krombel haben wollte. Naja, und seitdem guckt er hier oben rum. Also echt krass. Und er hat es jetzt erst geschafft, die Arti rauszupulen. Also ist ein guter. Er ist wohl im Reload, so wie das aussieht. Ja, er hatte gerade F8 gedrückt. Ja, aber viel ist da doch nicht mehr übrig jetzt, also mal bitte. Ne. Muss da jetzt Schlag auf Schlag gehen. Müssten alle One-Hits sein. Ja. So ziemlich. Bis auf die paar TDs, die da hinten rumstehen, ne? Genau, irgendeiner muss jetzt mal anfangen zu cappen. So ist's recht. Wenn ich schon wieder nicht auf meinen Schaden komme hier, dann cap ich jedenfalls. So. Wo ist eigentlich der VK hin? Der müsste da auch noch irgendwo stehen. Ach, die Lorraine ist raus jetzt. Ach, krass, guck ihn dir an. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die TDs haben jetzt oben mobil gemacht, plus dem Scout, den sie noch haben. Mhm. Und der Scout ist gefährlich. Ja, da ist der VK. Na, hinterm Tiger, und der raus. Tiger ist blind. Er sieht ihn einfach nicht. Doch, jetzt sieht er ihn. Was macht der denn? Was macht denn dieser Tiger? Ja, sehr gut. Pass auf. Mhm. Der Tiger hat übrigens Moonlagerschaden, also wenn der mal geschossen hat, verlass dich nicht darauf, dass der dir hilft. Okay. So ein roter Player, was hat er denn? 2K Matches. Ja, pass auf, Arti. Sehr, oh, hallo. Wie kann man so viel Glück haben, ja. Ich hab meinen Auftrag erfüllt. Ja, schön. Du bist ein guter, nicht wahr? Ja. Ich heiße Marvin. Ja, nee. Das bin ich. Achso. Ob die 304 nochmal hier hinschießt? Nee, ne? Ich bleib hier mal stehen. Mit Sicherheit. Nein. Oh, so ein Spacko. Ich würde es doch nicht anders machen als Klicker. Man sieht richtig die Einschläge bei dir, ist echt witzig. Ja, beweg das Wrack doch noch ein bisschen, damit er sieht, wo du bist. Ja, hier kommt er nicht hin. Guck mal links. Links. Ah, das andere links. Ja, warte. Ah, warte. Komm ich da hin? Jo. Ah, nichts zu danken. Ja, danke. Sehr gut, dafür spielen wir in einem Team, ne? So, was haben wir noch? Der WZ, der kommt bestimmt gleich hier rum.
Wie cool das doch wäre, wenn man wirklich so mal zwei, drei Mann für eine Besatzung braucht. So. Nicht so wie bei Postskriptum. Postskriptum ist scheiße. Ich hab's mal angezockt, mir gefällt's nicht. Weißt du? Und wenn ich nur Kommandant bin, das ist doch scheißegal. Links! Links! Das andere links, du Idiot! So, ich hol mir mal schnell ein Bier, siehst du? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wer da? Sehr gut. Was habe ich verpasst? Noch nicht so viel. Dann kann ich auch schnell ein Eis schlabbern nebenbei. Du stehst scheiße. Wegen dem WZ. Ich weiß. Da ist er. Ja, siehst du, so scheiße stehe ich da gar nicht. Ich wusste, dass er von da kommt. Dann würdest du den Hügel hochfahren, würdest du ihn erwischen. Nee, brauche ich gar nicht. Guck. Gibt ja doch noch Mitspieler hier tatsächlich. So. Na, die steht irgendwo bei K. K34, da irgendwo wird sie sich verkrochen haben. Ja, möglich. Würde ich tippen. Tipp mal auf die Karte. Habe ich gerade. Ja, weiß ich. Endlich. Jetzt kommen wir zum Captain. Sehr gut. Yes, Krieger! Nice. Und die Pascucci-Medaille sogar für zwei Artis. Na, sehr geil. Ah. Es war doch wichtig, dass ich da unten lang gefahren bin. Ha. Und da der gebounced hat, der Port. Ja, das war echt cool. Ah. Habe nichts bekommen, eine scheiß dritte Klasse. Ja, ich habe nur erste Klasse bekommen. Ja. Man muss noch mal, oder? Haben wir, ja, ich bin 3, 7 von 10 habe ich jetzt. Boah. Ganz schön eintönig langsam. Aber gut. Auf Oh, jeden es ist Fall. ganz schön kalt. Ich muss ja mal einen Pulli anziehen. Hast einen dicken Pulli an, Mann, wa? Man muss der anziehen. Ja. Kaktuseis. Sommer, Sonne, Kaktus. Find der Mensch 412. Ja, hab ich auch So. gerade drauf geguckt. Stumm 30, ist auch gut. Honky Pong. Es gibt Drunken in Fallout. Master. Ah, das ist cool. Ich hatte mal Drunken Jedi. Auch So. nicht schlecht. Ich fahre hier gleich rechts hoch. Mike, gar nicht lange. Bin doch der einzige Scout, na toll. Ist mir Dann egal, lasse ich ihn Pilot hier, durch. interessiert mich nicht. Ich fahre hierhin und ziel rüber nach. Was ist denn das da? F3. Ich werde da auch nicht auf diesen verkackten Hügel fahren, da kannst du vergessen. Könnte auch der Cromwell B machen. Der ist ja auch schnell. Aber das macht er auch nicht.
Ruhe, Ruhe, Ruhe. Was haben wir denn eigentlich als Gegner-Scout? Wo denn? Da. Boah, wieso kriege ich einen T71 als Gegner? Was soll das denn? Voll die Verarsche hier, oder was? Fühlen wir jetzt leicht gemobbt, ne? Von Wargaming. Das ging doch schon mal gut. Rein in den Tiger. So, komm noch mal zurück. Gute Idee. Oh, Abpraller, nein. Ach ja, genau. Ganz klasse. Noch ein Abpraller. Ganz klasse. Ich krieg natürlich die Scheiße hier ab. Das gibt's ja gar nicht. Alter, drei Abpraller auf den Tiger, ey. Das gibt's nicht. Frechheit. Der hätte schon weg sein können. Das sind ja immer mehr hier. Fahr zurück. Mann, wohin denn? Nach hinten. Kannst du? Ich kann nicht. Oh, das wäre wirklich immer mehr hier. Ja, warte, ich komme damit rum. Kann ich da noch ein bisschen Schaden wegnaschen? Frau schreien hören. Fahr weiter zurück. Mann, wieso bauen sich denn bei ihm? Was soll denn die Scheiße? Also wir warten hier auf die mit zwei TDs. Mann, Alter, bist du behindert oder was? Vier zu eins, die sind schon durch an der Heavy Line. Jetzt fehlt uns natürlich ein Spotter. Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir hier nach vorne fahren, damit wir gleich in die andere Richtung schießen können. Hast du eh verloren. Sauber, das war richtig. Da kommt noch ein Typ 58, steht da auch noch rum. So, die Richtung deckt jetzt der. Okay. Ich drehe mich mal um. Alter Schwede, ey. Klasse Nummer. Echt geil. Bin da schon wieder begeistert. Abgeprallt. Wieder ein Baum für die Statistik. Oh, ist drei im Cap. Wo sind denn? Da stehen alle hinter dem Stein wahrscheinlich hier. Vorne. Da hast du deine drei. Feig nicht rein. Du Asiati. Oh mein Gott. Mit dem Jagdpanzer komme ich leider nicht. Ah, 50 TP, geil. Guck mal an.
Ja, Auftrag noch erfüllt. Juhu. Hab ihn auch noch bekommen. Der kotzt. Schöne Jagdpanzer noch kaputt geschossen. Der wird mich bestimmt gleich anschreiben. Und dann war der auch noch ein Platoon und der ganze Platoon ist verreckt. Oh, da habe ich Spaß dran. Scheiß drauf, ob ich gewinne, Alter. Aber an so einen Nummern habe ich echt Spaß. Fucking Goldnoob wird er gleich schreiben. Ich habe ihn komplett mit Gold runtergeschossen. Dann schreibst du mi, mi, mi. Ja, oder who cares? Nee, mi, mi, mi ist viel cooler. Na, guck mal, habe ich mir noch schön nach oben gearbeitet durch den Kill. Schönes so, Ding, Junge. Schönes 10. Ding. Einen noch, wenn gut läuft. Hm. Dann dürfen wir endlich wieder was anderes machen. Jetzt ne? Kommt erstmal Himmelsdorf und dann kommt Ensk. Nein, jetzt kommt Malinowka oder irgendwie sowas. Oder Prokhorovka oder irgendwie sowas, Alter. Bitte. Ach, Gott sei Dank. Und dennoch ein 6er Only, Alter. Geil, wie ja, sauber. Sauber. Schön F1, ne? Ja, natürlich. Sauber. Dann komme ich damit rüber. Was haben wir denn da noch an Lights? Typ 64. Ja, der T-37 könnte gefährlich werden. Ja. Der wird auch gefährlich. Margi 999. Obwohl viele Zahlen hinten dran. Vielleicht spielt er echt schlecht. F1 sagst du? Ja, da an dem Busch, ne? Ja. Am besten schon irgendwo zwischen G und H1 ganz an Rand. Ja, ja. So auch meine Überlegung. So, einmal Premium reinladen hier. Nichts dem Zufall überlassen. Ne, ich habe auch Premium geladen. Wieso sehe ich beim KV2R eigentlich die Tarnung nicht mehr? Bei Krawums auch nicht. Sehr komisch. Genau. Guck mal, was da steht. Aber der ist schon auf, der steht da nicht mehr lange. Eigentlich. Siehst du? So, erstmal on position. Erstmal. Das ist gut. Das war ein Blindschuss. Hoffe ich zumindest. Mhm. Ich könnte noch ein Müh vor. Nö, nee, bleib mal erstmal da. Ganz entspannt. Die verlieren schon irgendwann die Geduld. Da. Ach, oh, der steht hinter dem Hügel. Hm, hab ich alle bekommen. Oh, klar. Auch den bekomme ich. Sehr gut. So, jetzt muss ich weiter vor, oder was? Der T40 macht hier Ballett. Warte, wenn der mir jetzt die Scout-Punkte abjagt, ne? Ich fahr mit. Mhm. Hm? Ich bleib hier. Fuck, ich bin bestimmt auch auf. Oh, mal gucken. Ah, doch nicht. Gut, wir warten. Ja, hier bleibe ich erstmal stehen. Ja. Bin noch ein weiter vorgerückt. Jetzt kommt die Hellcat noch. Was hat die denn jetzt im Plan? Wenn die weiter gucken könnte. Hahaha. Ha, ha. Ich lach mich tot.
Ja, Zeit für ein Bierchen, ne? Prost. Ja. Ja, da. Wieso komme ich da denn nicht ran? Haben die Ferkeln? Habe ich auch bekommen. Alle. Das ist mega geil. Wer hat denn das geschrieben? Die Hellcat? Nein. T34. Hellcat will spotten? Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, bleib auf jeden Fall da stehen. Ne, ich fahr mit. Voll daneben geschossen. Ah, da kann die Hellcat machen, was sie will. Die habe ich alle aufgemacht. Und dann rumjaulen. Es ist immer so, dass Sachen mal viele stehen. Ich meine, wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5 Panzer sind da schon kaputt gegangen von denen. Da steht noch mehr. Der T-150 ist noch nicht aufgegangen, der steht bestimmt hinten in der Ecke. Der 40 TP wird da hinten in der Ecke stehen. Der Panzer 4S, der Jackson. Und die Arti. Und der T-37 wird irgendwo weiter hinten im Busch stehen. Ah ne, guck mal da hinten, was ging da auf gerade? Das ist der Jackson. Scheiße, aber auf. Und Pam. Glück gehabt. Oh, nochmal Glück gehabt. Schießt doch, ihr Leute. Schießt doch. Kann ja so schwer sein. Ja, wenn sich der KV-2 nicht direkt vor mich stellen würde, hätte ich auch gleich schießen können. Hätte ich sogar 2 Schuss rausbringen gebracht oder so. T40P steht da noch. Also TP. Und der T150. Mann, Alter, die stehen alle hier im Weg, ey. Was machen die denn? Wo ist der? Da. Ich fahr erstmal zurück. Alter, ey. Die stehen alle da, die sind so killgeil, ne? Geistig behindert sind die. Ich komme zurück. In dem T-67, der muss da ja, oh Alter, der muss da ja auch noch irgendwo rumstehen, wisst ihr? Der bist du bereit? Ja. Pass auf, ich bleib mal hier stehen. Nein, ich fahr noch einen weiter, da ist er. Stehst genau vor mir. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bin auf. Ah, ich hab daneben geschossen. Ah, er hat mir Ketten gezogen. Nein! Fuck it. Das war ein Gumpenteam, Junge. Da fahren die komplett auf der linken Seite, also wirklich alle. ...2889 Spotting Damage, ne? Das ist ordentlich. Links? Ja, komm ich nicht ran. Die Hellcat war der geilste eben. Ja, dann fahr ich halt spotten. Feierabend. Okay, ich fahr nicht spotten. Ja.
So ist das manchmal. Jetzt können sie uns halt schön auseinandernehmen. Das ist zum Mäusefisten. Wieso machst du den nicht auf? Na, ich wollte gerade sagen. T37 links, 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 links. Ist der gerade direkt vor dir zugegangen? Ja. Er ist ein Witz, oder? Also das ist doch wirklich total lächerlich. Und vor allem hat er mich auch aufgemacht, wie auch immer. Der steht, guck dir das mal an. Na, was war's jetzt? Dein, genau. Na gut, dass du nochmal dein Moonlager repariert hast. Ja. Ah, scheiße, mir haben 50 Schaden oder so gefehlt. Gott, ja, ohne Scheiß. Nur weil diese ganzen behinderten Spackos immer vor einem stehen müssen, weißt du? Dann fahre ich am KV2 vorbei, dann steht der T3485 auch noch im Weg. Fahre ich an dem vorbei, dann fehlt mir noch ein dritter im Weg. Chantal, heulen Sie bitte leise. Ich bin Jacqueline. Ist doch nicht wahr. Ich habe nichts bekommen für knappe 3000, ne? Tja. Außer 44.000 Credits, aber die nehme ich. Ja, aber das war doch schon Mobbing gerade, das war doch schon. Ja, das ist dann das Problem, wenn du so ein Team hast und keiner hat Geduld, weißt du, dann fahren sie alle nach vorne und lassen sich da einzeln rausnehmen. Warum? Die Hellcat, warum fährt der vor? Weißt du, Tja, du hast da weil oben da ja gestanden kein und Scout gespottet. stand. Ja. Und auch der eine T34, der dann schreibt, kannst du bitte spotten. Ne, mache ich ja nicht. Machst von da oben die halbe Map auf, weißt du, aber. Ja, die müssen nur treffen. Das ist halt elementar bei solchen Spielen. Aber gut, du, was regen wir uns eigentlich auf? Kennst du das jetzt mittlerweile anders? Ich glaube auch nicht, dass es nochmal anders wird. Also von daher, Salami, oder wie der Franzose sagt. Ich dachte immer Tel Aviv, sagt er. Naja. Sachsenstahl. Oh oh. Hä? Spielt auf der anderen Seite. Ist der gut? Nö, ja. Bear Grylls Forever. Oh, bitte nicht, Alter. Bitte töte es, bevor es Eier legt. Oh Mann. So, ich fahre da mal scouten jetzt, wa? Zufahr. Eine der behindertsten Maps ever. Also wirklich. Finde ich eigentlich Hätten ganz die gut. nur ein bisschen die Hügel noch ein bisschen mehr gezogen, weißt du? Dann hätte man sich hier auch auf deinem Pläne mal ein bisschen hinstellen können. Nein! Alle so eine hässlichen Bogenlampen, wo dich jeder Hinz und Kunz einfach wegmeißeln kann. So, Arti, Feuer frei. Fufa. Fufa am Arsch. Hier ist nix. Warum ist hier nix? Gerade nichts aufgemacht. KV2 muss noch mal auf. Ich bemühe mich. Er war stets bemüht, nicht? Da ist nichts. Ich werde nicht gespottet, ich mache nichts auf. Wo sind die denn? Also die alle in die Stadt gefahren. Gibt da was umsonst? Ach, da ist bestimmt wieder dieser Typ hier. Wie heißt der? Dieser Saale, dem da alles gehört, weißt du? Da ist was. Hau drauf, ihn nix. Ich stehe links. Wird gekriegt, sehr geil. Auch den habe ich noch bekommen.
Sind denn da zu viele TDs? Ja, oh, tatsächlich, muss man echt aufpassen hier. Alter. Es geht auch nichts auf, ne? Es geht nichts auf. So heiße ich gar nicht, lass mich in Ruhe. Wie viele Artis haben die denn? Drei, ja. Geht ja schon wieder ein bisschen nach Pascucci. Komm weg da! Trottel! Da kriegt ihr den T-44 da nicht platt. Der steht auf der anderen Seite von dem Turm. Soll ich mal gucken, was der da noch als Background hat? Ja, guck mal. Dann zieh ich mal in den eventuellen Background. Nix, so wie das aussieht. Was ist denn mal los? Oh, jetzt bin ich auf. Ich habe selber nichts aufgemacht, ne? Ein Trauerspiel. Oh, er schlägt ein, er schlägt ein. Und wieder ein Baum für die Statistik. Macht dann unser Arti eigentlich? Penti? Ich. Wenn man das nur wüsste. Oh, guck mal. Da ist was, guck mal. Ja, ich muss nur noch einzählen. Eine Stunde, dann. Oh, ihr seid die Besten, Jungs. Und jetzt holt ihn raus, los, komm. Nee, ist gerade runtergefahren. Ich probier nochmal. Warte noch, der ist gerade runtergefahren. Ich ziehe ein. Hab ich die etwa aufgemacht? Komm ich nicht ran? Nö. War wohl der Mutz. So wie er den KV2 auch wieder aufgemacht hat. Ja, der Mutz wird mutig, verstehe. KV2. Oh, kacke. Dann werde ich auch ein bisschen mutiger. Der T44 muss da jetzt echt mal weg. Ja, der hält ja. Da ist der VK wieder. Ja, ich ziehe ein. Okay. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich dem T44 nicht mal ins Genick springe. Mach doch mal. Der C20 macht das gerade. Kannst jetzt helfen. Ah, jetzt rushen sie ihn. Okay, ich scout mal ein bisschen weiter vorne jetzt. Ich zieh den auf. Schon mal ein. Ist nichts aufgegangen, ne? Es ist nichts aufgegangen. Ich probiere es nochmal. So, pass auf jetzt. Ja. Jetzt platzig. Da. Sehr gut. Dreh nochmal eine Runde, da ist der Jackson. Ja, komme ich nicht ran gerade. Der steht hinter dem Hügel. Aber vielleicht. Fahr an den Hügel ran sonst. Ja, ja, bin bei, bin bei. Dummer Herr Jackson. Ding Max, bist du aus der Reichweite? Muss ich mal ein Stück anfahren. Okay. Da noch. Nein! Ich wollte gerade zwischen den Häusern verschwinden. Naja. 1200, immerhin. Macht ja nichts. Gut gescoutet. Hab da alles aufgemacht da hinten. Kannst du ja nicht beschweren. Mist. Da komme ich schon wieder nicht auf meine HP hier. Ich habe so fies 6er und 8er zu stecken, also wirklich. Also ich muss sagen, mit der Su stört mich das nicht. Hat die so einen Dampf, ja? Schon.
Wieso fährst du nicht ein Stück weiter, du Spacko? Mann, ja, toll. Spaghetti. Krieg nicht mal mehr was ab. Och Mann, Naja, hätte eh nicht gereicht. so close, so close. Gerade mal die Hälfte Ja, du von dem, bist ein was Guter. noch ist. Manchmal bin ich von dir echt überrascht. Ja, wir hatten Mann. schlechte Scouts, die haben nichts aufgemacht. Das war ein bisschen doof. Oh. Ah, der Zehnte kommt immer dichter. Du kriegst deine Warte schon noch, keine Angst. Kriegst du denn während du da morgens, wenn wir in Auskatern am Schiffe fahren bist, dann kriegst du sie. Bam! Die komatöse Koma-Kelle. Aber ein Speerhike bekommen. Immerhin, bei null Damage. Yeah! Null Damage! Wo sind denn die ganzen Hater hier? Oh, die gar kein Damage gemacht. So, das wird auf jeden Fall jetzt erstmal die letzte Streamrunde. Dann werde ich das schon mal ausmachen. Schwächelst du schon wieder? Nee, das nicht. Aber dann kann ich erstmal gleich entspannt noch eine rauchen gehen und auf Toilette gehen und so. Also. Wenn ich da dann auf Pause machen soll, das dauert dann so lange. Ja, deine armen Zuschauer, die du nicht hast. Genau, ja, vier Ja, Stück. Vier Stück. man, komm. Das ist wahrscheinlich du und noch deine drei Accounts oder so. Nee, ich guck nicht zu. Ich bin heute habe ich nichts mit an hier. Muss mich auf meinen Scouten konzentrieren hier, was ich nicht kann. Immerhin haben wir Spaß, ja. Das ist. Aber gut, den haben wir eigentlich immer, ne? Ich fahre nach K1. Darfst du gerne machen. Gut. Ich find K2 viel geiler. Ah, da ist doch hier mit den Hügeln, wa? Hier mit den. Jo, dann werde ich. Nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Boogeyman, ja. Boogeyman ist auch geil. Ich werde hier aber auch, glaube ich, bei den Hügeln mit rumflitzen. Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass hier T1 Heavy, KV2, die sind Ach Gott. alle so schön weich. Ja, nee, dann fahre ich hier hoch. Dann mache ich nichts weiter, weil wenn hier keiner mit langkommt, sehe ich nicht ein, warum ich hier scouten sollte. Das ist dann ja echt ein bisschen negativ, wisst ihr? Ja, richtig. Problem an der ganzen Nummer ist, so wie ich stehe hier, kriege ich die andere Seite nicht auf. Das ist echt doof. Das wiederum bedeutet, da ich keinen Support habe, fahre ich da trotzdem hin. Der Plan ist Ich gut. mag die Map irgendwie eh nicht. Also mit dem Scout ist die, glaube ich, schrecklich. Links ran. Hoppala. Bäume umfahren hier. Ich will ja nachher nicht letzter sein in der Statistik. Was hast du mit Statistik? Ich habe gesagt, ich muss mal ein paar Bäume umfahren, nicht, dass ich nachher letzter bin in der Statistik. Das waren auf jeden Fall schon Ja, fünf. vielleicht bist du nachher auch Letzter in der Statistik. Ich hab hier. Oh, Alter. Die sind ja alle hier. Verdammte Hacke. Ich hab hier keinen Support. So eine Scheiße, ja. Ach, leck doch. Die Katze. Du solltest da wegfahren. Ja, ach Mann, du bist ja mal ein ganz schlauer Junge. Ha? Doch, Support, ja, die spielt gut mit. Oh, Alter. Wow. Glück gehabt.
Leute, jetzt mal ohne Witz, ich brauche Support. Das geht gar nicht. Gerade eben hast du noch gesagt, wenn ich da keinen Support habe, dann fahre ich da weg. Ja, naja, ich habe ja schon ein bisschen was aufgemacht. Ich habe sogar schon Kill-Damage, also hier Spot-Damage, Spot-Kill, Spot-Damage, Spot, du weißt schon. Das, was er gesagt hat. Boah, Alter, wie defensiv ist denn das Gegner? Nee, ich fahr nicht vor. Ich bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen. So. Ach nee, steht schon 5-2. Ich fahr nach vorne. 6-2, Kollege Schneeschuh. Oh nein, auch fucking lief, Junge. Ich sage, ich hätte Arti fahren sollen, ich hätte mir einen holen sollen, ich habe das genau gewusst, ich hätte ja einfach eine Arti holen sollen. Einmal 6er Arti, nochmal eine Franzacken, 6er Arti und dann. Nein, er hört ja wieder nicht. Ja. Was, ja, ich höre immer nur ja. Oh oh. Weißt du, da kommt er extra noch mal rausgefahren, nur um mich hier. Kaputt machen zu wollen, doch. Der Lumpenhund. Brava, Lumpi. Jetzt macht er mich kaputt. Freundchen. So wie das aussieht, müssen wir nächste Runde nochmal fahren, ne? Jo. Kann eigentlich nicht warten, Schwein hier, was soll denn das? Leff mich doch. Leff mich doch, genau. Oh, die E25 steht natürlich wahrscheinlich immer noch da oben auf dem Hügel und macht hier gerade alles auf. So, dann sage ich schon mal alle, die noch da sind, vielen Dank fürs Zuschauen und eine gute Nacht und einen schönen Feiertag. Reingehauen. Ciao, ciao.